werden beobachtet. Von den Schmetterlingen. Oh, da habe ich noch gar nicht hingeschaut beim letzten Mal. Der Sensenmann. Ach man. Ich habe ja gesagt, hier gibt es noch eine weitere Fraktion. Ganz, ganz bestimmt. Aber jetzt erst einmal. Hallo allerseits und willkommen zurück bei Dai Young. Da unten waren auch noch Materialien. Da ist Specky Mampftanne und da ist auch ein Hund. Wenn ich den Hund einfach liegen lasse, dann komme ich da gut durch. Ah, ich brauche Wasser. Oh, Kacke. Bevor ich mich da jetzt auspower, mal kurz getankt. Ich schaue nochmal kurz hier unten beim Feuer vorbei, ob hier noch was liegt. Hier habe ich doch mal was von hier oben mitgenommen. Oder war das bloß das Feuer? Das Feuer auf jeden Fall, aber hier ist wirklich nichts anderes. Weg da, mein Wasser. Da teile ich nicht. Na, wobei, mit den lieben Schmetterlingen kann man machen. Immerhin greifen die uns nicht an. Das finde ich sehr, sehr nett. Das weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Götz. Plop, 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 plop. Bei den Kisten muss ich vorbeischauen. Bei den Kisten. Ah, die war so ziemlich genau auf dem Weg, die Schlange. Seht ihr ihn schon streifen? Wenn er uns entdeckt, dann kommen wir das lustige Geräusch. Die Schlange kommt immer noch mit. Gleich ist sie da. Ist ihr das da hinten? Das ist bloß ein Stein. Wie sie da wartet. Normalerweise bewegt er sich. Ach, jetzt kommt er gerade zu uns. Hier habe ich ja was gefunden. Ja. Oh, hat er uns schon gesehen. Na, ich soll doch eher crouchen. Gucken, wie lange meine Ausdauer das mitmacht. Ich drück schon mal Wild E in der Hoffnung, dass hier gleich was liegt. Gucken, wie er um die Kisten herumkommt. Ah, dazwischen will er also nicht entlang, okay. Er geht auf jeden Fall einen Umweg. Nee, schafft er nicht. Gut, dann noch eine Runde, dann dampfen wir ab. Waren das jetzt die Krähen? Okay, noch eine Runde. Ich habe jetzt zu wenig Abstand gelassen. So, und jetzt weg. Hier lag auf jeden Fall auch noch was. Ein Geschnür, bestimmt. Brauche ich nicht. Ach, alles nur falscher Kram. Holz und Metall brauche ich, das weiß ich. Das findet man hier eher weniger. Trotzdem schaue ich mal lieber nach. Vielleicht haben die das ja auch mittlerweile geändert, die Entwickler. Ausdauer noch genug vorhanden. Schön, dass man ihn jetzt auch so gut sieht. Durch das Symbol. Na, Kackstein, du. So, jetzt mache ich gleich mal eine kleine Pause. Wobei, der klingt noch so verdammt nah. Ah, kleine Pause. Gerade so noch hinbekommen. Okay, hier ist auch nichts. Dann gehe ich wieder kurz zu den Kisten. Und verschaffe mir gleich etwas Luft, indem ich dann auch etwas herumkreise. Ich hoffe, die finde ich jetzt direkt. Ja, hier. Gott. Kann ich gleich wieder Ausdauer regenerieren? Und dann hier rüber. Klappt mittlerweile ganz gut, wenn man so verstanden hat, wie so ticken. Ah, hier war's. Ich will drüber hinaus gucken, deswegen wird geköpft. Alles nur Geschnür. Hm, ach da. Lag da oben noch was? Oh. Oh oh. Aua. Ich hätte gedacht, der haut jetzt drauf, aber nee, der wirft. Scheiße, da gehe ich nicht nochmal hoch, das war gemein. Ah, ich will nicht zum Hund, ich darf mich zu einem anderen Hund ran.
So, der haut gleich ab, außer im Bild will er nicht raus. Hier, kann auch werfen mittlerweile. Ha! Guckst du? Wieso geht das nach hinten gucken nicht mehr? Hä? Oh, der läuft aber weit. Gucken, wie weit ich den hier wegbekomme. Wir brauchen etwas Zeit, bis wir die volle Geschwindigkeit drauf bekommen. Das darf ich nicht vergessen, aber nach hinten gucken geht nicht mehr. Hä? Wie weit er jetzt aus seinem Feld raus ist. Kommt sogar wirklich bis hier hoch. Jetzt wird es aber schwierig für ihn. Oh. Naja, machen wir erstmal Schluss mit ihm. Jetzt will ich ja mal kurz nachschauen. Die Tasten. Hä? Das haben sie wieder geändert. So, genau. Daumentaste, Maus heißt hier 2, die heißt bei mir, glaube ich, 3. So, rennen. Hä? Geht nicht. Die Taste ist nicht kaputt, oder? Ich habe die doch heute noch benutzt. Auf dem Desktop. Ich habe nicht bestätigt, oder? Ja. Ich muss hier noch bestätigen. Ach, A und B. Ach so. Ah, okay. So. Ah, geht doch. Warum das rausgeschmissen wurde? Naja, nicht wirklich tragisch, aber bemerkenswert. Tja, wo kann ich jetzt noch hin? Es gibt hier doch so viel Sammelkram. Wenn ich weiter bei der Farm klettern würde, was ich nicht mache, weil das wäre einfach zu zeitintensiv, würde ich noch einiges finden. Gab es hinten bei der Aprikosenfarm noch Krams? Also in der Scheune war, glaube ich, bloß Geseil, oder? Könnte gut sein. Dann schnell reise ich aber erstmal. So, wo ist sein Drillingsgeschwisterchen? Ah, da ist er. Ey, Vorsicht, wenn ein Auto kommt, bist du Matsch. Guck gar nicht nach links, gar nicht nach rechts. Sowas. Was sind da eigentlich dran gemalt? Ist das bloß abgeblättete Farbe oder? Ist Witterungsschimmel oder so ähnlich. Witterungsschimmel-Sachen gibt es vielleicht, aber auch nicht. Ich habe keine Lust, zu den Ratten zu gehen. Deswegen gehe ich doch lieber einfach nur zu den Aprikosen. Die beißen immerhin nicht. Na, ah, zu früh. Dann nochmal schnell was getrunken. Und na, reißt. Hat aber lang gedauert. Hab dreimal drauf gedrückt. Wir haben es schon 14 Uhr im Spiel. Der zweite Tag ist auch bald vorbei. Wir haben schon ziemlich viel erlebt, ne? Ah, es lädt nach. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Alpha-Version so lange geht. Gut, ich spiele sie auch wieder sehr ausführlich, aber dennoch. So. Also wenn Michael noch nicht zu befreien ging, kann ich mir auch vorstellen, der Keller ist auch noch nicht freigeschalten. Der sitzt noch. Hatte er in seinem Haus noch was? Ich glaube nicht. Höchstens Klamotten und Seil. Aber das vermute ich auch hier oben, habe ich mir nicht so genau gemerkt. Deswegen schaue ich einfach mal nach. Ja, hier ist doch heller geworden. Wo ist denn hier die Lampe? Holz. Doch, okay. In der Scheune, in der Holzscheune Holz. Die Ratten sind weg. Die haben sie auch rausgenommen. Interessant. Na,
Die war ja schon offen. Ich fühle mich immer noch nicht wohl, wenn ich da reingehe. Wenn mich einer verfolgt und dann die Tür hinter mir zumacht, wäre das schon scheiße. Wobei, ich könnte halt nach oben rausklettern. Aber stellt euch mal vor, ja, hier war noch was. Das war Metall. Stellt euch mal vor, man geht da unten rein und hinter einem knallt jemand die Tür zu. Man sieht nicht, wer es war und rennt weg. Und dann versucht man so schnell es geht hier rauszukommen und zu gucken, wer es war. Und währenddessen ist der andere weg und man denkt sich, welcher Arsch war das jetzt? War das so ein Kultist? Also ich finde, das Spiel spielt ein wenig zu wenig. Jetzt wird's interessant mit der Wortwahl. Spielt ein wenig zu wenig mit der Stimmung, die ja sehr dicht ist. Also ich habe das Gefühl, hier muss es noch eine weitere Fraktion geben. Kultisten tippe ich ja. Menschenartige Arschlöcher. Wobei, Menschen sind Arschlöcher. Und wenn es mit solchen Situationen, wie gerade von mir beschrieben, in der Scheune, etwas mehr gespielt werden würde, würde es die Atmosphäre ja noch dichter machen. Mal gucken, ob die halt irgendwann auf den Trichter kommen, die Entwickler. Und genau das so machen, mit sowas, ja, stupiden, aber doch sehr dezenten und, wie ich finde, guten Einsätzen von solchen, ja, Stimmungselementen, wie da eingesperrt werden, man weiß nicht, wer es war und sieht auch niemanden und man weiß nicht, ob man nochmal auf ihn trifft. I'll return to my work then. Ich hab's gemerkt. Hast seitdem bestimmt ganz viel gemacht. Oh, ich sehe gerade wieder das Symbol oben. Ich muss immer noch nachschauen, ob es da was gab. In den ersten Folgen. Mal gucken, ob ich noch irgendwann dran denke. Jetzt dürfte ich ja wieder genug zusammen haben. No. Für die beiden Steine. Moment, wir haben doch wieder was eingesammelt gehabt bei der Männerfarm. Das, was wir schon mal hatten. Das waren glaube ich, die hier, ne? Die waren doch bei der Farm. Wir haben doch währenddessen wieder was anderes eingesammelt. Mal gucken, ob es mir auffällt, wenn ich die Überschriften lese. Ancient Idols, ja, aber hier... Das kommt mir sehr neu vor. Bei den Olivenhainen war da jemand. Der hat die Neuankömmlinge gelehrt, wie man die Olivenhaine, die Bäume, Olivenbäume schneidet. Er war sehr froh darüber, dass er, solange er durfte, sein Wissen da teilen konnte. Solange sie mich ließen. Solange sie mich dabei sich bei der Farm leben ließen, wurde er verscheucht, ist er einfach freiwillig gegangen. Könnte beides sein. Er hat auf jeden Fall Sonja getroffen. Die ist ihm aufgefallen. Die war irgendwie anders. Ihr Lächeln war ein klein wenig versteckt, dunkel. Es hat eine Weile gedauert, mit ihr ins Gespräch kam. Aber die hat erzählt, dass sie einen, ja, jemanden wie uns getroffen hat von, Moment, ja, der Satz begann woanders, okay, weil... Sie hat auf jeden Fall jemanden getroffen, in den sie sich verguckt hat. Es war aber eine ziemlich merkwürdige Person. Etwas suspekt. Und als er ihr gesagt hat, dass sie auf ihn zählen kann, wurde sie leicht rot. Süß. Also nichts Relevantes mit hier, so können wir weiterkommen. Dahin? Wo komme ich jetzt unten raus? Mal gucken. Ich müsste jetzt, meine ich, unten beim Brunnen rauskommen. Also
Also wird es gleich dunkel sein. Uhuhu. Ja. Ach, hier ist eine Wasserquelle. Okay, das ist mir jetzt neu. Mir gefällt das hier unten gar nicht. Viel zu dunkel. Wo ist denn jetzt hier der Stein, wo ich hoch kann? Kommt man hier bloß per Schnellreise hoch? Hier sind zwar Markierungen, aber alles zu weit weg. Dann halt anders. Standhaus, Küstentower, Flussbett. Zu weit weg, Flussbett dann also. Ja, ich kann gleich wieder zwei Steine ausbuddeln, die ich schon kenne. Die ich bloß wiederfinden muss. Oberhalb des Brunnens und dann runterhüpfen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da zum Turm komme. Das muss auf jeden Fall ohne den Händler gehen, weil der kam erst neu hinzu. Wobei, wenn hier mal Schluss war, konnte man gar nicht den letzten Punkt, den hohen Turm, erreichen. Den kann man erreichen, habe ich schon gesehen. Also nicht gesehen im Sinne von, ich war in dem Video da oben. Ich habe gesehen, wie jemand auf dem Weg dahin war und das sah sehr neu aus und sehr kahl, so wie es da auch aussieht. Aber ich habe da bloß ganz kurz reingeschaut, wie bereits gesagt, mit der Taktik, ich habe mir ein paar Videos vom Finale von der Early Access Fassung von Dayang angeguckt, immer so stückweise. Wenn mir was Neues vor Augen kam, dann habe ich es mir angeguckt und sobald was Neues kam, was ich noch nicht kannte, ja, was bekannt ist, was ich schon kannte, könnte man noch andersherum sagen, dann habe ich abgeschalten. Ich gehe immer hochgucken, ich weiß auch nicht. In dem Video, was ich da gesehen habe, haben auch welche gefragt, weil derjenige hat einen Schnitt gemacht. Der war, glaube ich, gerade irgendwo beim Händler in dem Gebiet. Und dann hat er plötzlich einen Schnitt gemacht und er war dann auf einmal in diesem kahlen Gebiet auf dem Weg zum Turm hoch. Da haben auch einige geschrieben, wie ist er denn an diesen Zäunen da vorbeigekommen? Hinten da, wo wir die Schaufel gefunden haben. Hat er nicht beantwortet? Hat er eben auch nicht im Video gezeigt. Ach, hier war der andere Stein. Okay, dann lasse ich den mal stehen, weil den bekomme ich ganz leicht, wenn ich wieder eine Schaufel habe. Jetzt gehe ich erstmal zu den Steinen am Brunnen. So, hier darf ich noch. Euch darf ich nicht mehr mitnehmen, ne. Ausdauer wieder voll. Dann werde ich nochmal sicherheitshalber hier speichern. Zweimal gesprungen. Heiß. Gut, 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 gut. Hier kam der noch nicht an. Ich muss nicht ganz zu dem Hund. Ich kann hier vorne gleich abbiegen. Sicherheitshalber werde ich aber mal einen Stein dahinter werfen. Ob man hier noch hoch kann? Muss ich auch noch mal gucken. Ich muss ja halt irgendwie noch weiterkommen. Okay, da hockt auch so ein Kackstein da oben. Weh, der sieht uns jetzt. Komm schon. Ach. Eine Schlange ist hier. Ach, hä? Ich habe wieder O gedrückt, ne? Eine Schlange ist hier gerade nicht, das ist gut. Falsch. Ich hoffe, ich habe bei den anderen Steinen nichts übersehen, aber so wie das andere Kultistenzeug geleuchtet hat. Wichtig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich es übersehen habe.
Da ist die Schlange und übers Springen kann man dahin. Au, das klang viel übler, als es letztendlich war. Genau. Bohren und nur übers Springen kommt man dahin. Wollte ich mir ja so merken. Was ist das? Dich haben wir ja schon, da ist auch nichts drin. Nochmal kurz nachgeschaut. Da könnte man auch noch hin. Aber... war das da unten? Hier kommt man auf jeden Fall hoch. Da, ja genau. Stimmt. So, jetzt aber komm. Tagebuch. Ha. Geil. Dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge machen. Wir geben das Tagebuch ab und schauen mal, was er uns so zum Handeln geben kann. Was er haben möchte, was er uns geben kann, was wir vielleicht noch gar nicht kennen. Vielleicht irgendwas, womit man Schlösser, Zäune von hinten aufmachen kann. Ich will ja noch irgendwie zu dem Turm da hoch. Über diese Holzbrücke. Also, ich bin gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.